So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das sind die brandneuen und aktuellen Lego Friends Wundertüten. Coole Friends Pack. Nummer 1. Für 7 Euro. Aber die Preise steigen überall. Warum auch nicht da? Was kriegt ihr für 7 Euro? 2 von 4 Magazine, 2 von 7 Extras. Jetzt schaut euch mal die Extras an. Wenn ihr Friends-Fans seid, dann habt ihr alle Magazine schon. Also, wenn ihr davon nichts doppelt braucht, dann lasst die Finger davon. Meine persönliche Meinung. Dann kann man sich lieber ein günstiges Lego Friends Set kaufen. Und wo verlinke ich euch? Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr den Link benutzt, unterstützt ihr meinen Kanal. Aber trotzdem öffne ich hier 3 brandneue und aktuelle Lego Friends Wundertüten, um euch zu zeigen, was ihr drin haben könntet. Und wenn es in allen 3 das gleiche drin ist, dann natürlich auch wird. Fangen wir jetzt direkt mal an. Ups. Rückseite, schöner Strand, passt immer. Vorne, oh, die Eismaschine hatte ich, glaube ich, damals auch mal angeboxt. Weil ab und zu boxe ich ja die Lego Friends Magazine an. Ab und zu. Dann haben wir hier. Und das ist interessant für den einen oder anderen bestimmt. Schwarzes Pferd mit so einem Wasser in Gold. Das ist wenig. Allein in Gold das Teil. Mega! Das kann man natürlich woanders einsetzen. Ich muss mal etwas nachgucken, ob das jetzt wirklich Gold ist. Oder eher so eine Art Gelb. Ah! Ah, das ist so eine Art Braun. So eine Art helles Braun. Okay. Sieht auf der Verpackung natürlich viel cooler aus, aber nee, ist es nicht. So, wieder schließen. Also, einmal ein Eisstand, einmal ein Pferd. Ist natürlich cool mit Tränke und Futterstelle. Das ist cool. Kommen wir nun zur zweiten. Oh, die reißen alle an derselben Stelle auf. Ah, der Eisstand. Also, wenn ihr einen Strand habt und wollt einen Eisstand haben, kriegt ihr bestimmt einen. Und das Pferd wieder. Okay. Also, ihr seht schon, wo die Tendenz hingeht. Ich habe natürlich noch eine. Aber ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Und wenn ihr euch auch schon mal eine oder mehrere davon gekauft habt, hattet ihr das gleiche drin? Dann schreibt es in die Kommentare für alle anderen. Vielleicht will der oder diejenige es nicht haben. Ja, ich ahne Böses. Aber wer natürlich einen Bauernhof hat oder sowas oder eine Pferdestelle, ein Pferd ist immer dabei. Aber ich glaube, dann ist auch günstiger, lieber ein Pferd lose zu kaufen. Ja, weil 7 Euro. Aber nichtsdestotrotz, was haltet ihr von der Wundertüte? Wie findet ihr sie? Ich verlinke euch irgendwas von Lego Friends unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und danke, wenn ihr den Link benutzt. Unterstützt ihr meinen Kanal. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis der nächste. Guckt hin und schaut zu.